Moin und willkommen zurück zur nächsten Folge Scum. Ja, wir haben uns das gestern hier ausgeloggt. Vorgestern. Eigentlich nein, doch gestern. Und so. Gucken jetzt mal, dass wir hier so ein wenig vielleicht noch ein bisschen Loot kriegen. Also es ist immer noch der gleiche Tag wie der Tag, wo wir hier hingelaufen sind. Also es ist immer noch Sonntag, es ist immer noch scheiße heiß. 7 von 20, so, warte mal kurz hier. Mission entladen. Und dann die bitte laden. So, sehr schön. Und wir haben halt immer noch keine Militärhose oder Jeanshose oder irgendwas. Ey, ich möchte ja nur einfach eine andere Hose und nicht diese Müllabfuhrhose hier, Bauarbeiterhose, keine Ahnung, diese Arbeitshose mit Reflektoren. Auch wenn es hier ein PvE-Server ist, möchte ich nicht unbedingt entdeckt werden. Von daher habe ich immer noch die Hoffnung, eine andere Hose zu finden. Ach du Kacke. Okay, ich glaube, das war jetzt eine der dümmsten Ideen, die ich hier haben konnte. Ja, sage ich ja. Das wird unser Tod. Da mache ich mir auch keine falschen Hoffnungen. Ernsthaft, wir haben es echt überlebt. Das ist so, erstmal die C2-Verletzung hier vielleicht. Meine Fresse, das war aber jetzt Gesundheit nur noch 39%. Das war jetzt echt heftig. Und die anderen müssen wir anscheinend ausbluten lassen oder so. Ich habe nämlich, glaube ich, nichts mehr an Verbänden bei. Nee. Es ist dumm, das ist schade, das ist keine Ahnung. Das Schicke daran ist, da liegen immer noch oder da stehen immer noch Tausende von Zombies. Glaube, wir sollten erstmal hier bleiben. Und als erstes werde ich hier mal Pulli oder sowas zerteilen. T-Shirt. Oh, das ist sogar eine blutende C3, sehe ich ja jetzt gerade erst. Scheiße. Läuft. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr zerschneiden. Ich denke mal, meine Ungerbuchs werde ich auch noch zerlegen. Lumpen zerteilen. In der Hoffnung. Das ist der Hammer.
So, sehr schön. Dann bräuchte ich jetzt vielleicht noch, komm, in Lumpen zerteilen meine Socken. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht mehr, was ich hier noch machen soll. Außer erstmal. So, erstmal behandeln. So, die C3 ist dann jetzt anscheinend auch behandelt. Das nehmen wir jetzt erstmal in die Hand. Ich hatte doch eben da Antibiotika. Ich glaube, die sollte ich vielleicht einfach mal eine nehmen. Schon mal so vorsorglich. Okay, hat funktioniert. Das ist alles weg. Okay, mein Immunsystem geht gerade durch die Antibiotika auf keine Ahnung was hoch. Ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Problem, dass wir da nicht weiterkommen. Wir haben da so ein paar tausend Zombies stehen. Naja, gut, nicht wirklich, aber übertrieben. Im übertriebenen Sinne schon. Shit. Ich bin am, ne, nicht am Bluten, aber ich bin, ne? Ein bisschen kaputt. Ich habe auch keine Schmerztabletten. Die habe ich anscheinend nicht mitgenommen. Aber vielleicht kommen wir jetzt ungesehen in das Ding rein. Würde ich aber nicht mit 24 HP versuchen, weil das dürfte tödlich enden. Ich weiß auch gar nicht, in welchen Hangar wollte ich rein, in den ersten oder in den zweiten? Das ist natürlich jetzt echt schon, ja, ein hartes Ding hier. Also so viel zum Thema. PvE-Server sind langweilig. Hier wirst du von Zombies gekillt. Oder fast gekillt, wenn er nicht aufpasst. Es ist schon gerade echt heftig gewesen. Mal ganz ehrlich gesprochen. Wir reparieren mal den Rucksack. Wir reparieren den Quiver. Wir reparieren die Mütze. Das kann ich reparieren. Die Jacke würde ich gern reparieren. Das Hemd. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Wir haben auch noch viele Teile an, die Wärme machen können. Das jetzt so heavy wird, hätte ich nicht mit gerechnet. Müssen wir denn hier ewig warten, bis obwohl ich glaube, die Verletzungen gehen gleich in die Regeneration, dann dürfte es eigentlich schneller gehen, hoffe ich mal. Ich schaue jetzt einfach mal die C2 und C1 Verletzungen. Aber hätte ich ehrlich gesagt gerade eben gesehen, dass das eine C3 Verletzung ist, wo ich gar nicht drauf geachtet habe. Ich hatte gedacht, ich hätte eine C2 und drei C1 Verletzungen. Wasser. Wäre ich nämlich erst auf die C3 gegangen, dann auf die C2 und nicht auf die C2 und auf die C1er dann.
Dann hätte ich wahrscheinlich wirklich die C1er ausbluten lassen. Sorry. Gut, die C2 ist jetzt schon in der Regeneration, in der Erholung. Dann müssten die anderen jetzt auch gleich folgen. Dann müsste es eigentlich relativ schnell mit der Dings wieder hochgehen, mit der Energie, also Gesundheit. Und wir haben jetzt schon wieder 1% dazu. Bei Prozent. 3%. So, ich hoffe jetzt einfach mal. Ja, ich habe Schmerzen, ist mir logisch, ist mir klar, meine ich. Hinlegen, hocken, setzen, Team verlassen. Nicht. Ich habe gar kein Team. Wie soll ich denn da ein Team verlassen? Gut, dann müssen wir jetzt ein paar Sekündchen oder Minütchen warten, bis die HP mal hochgegangen ist. Zumindest so ein bisschen, ich glaube, ab über 50% laufe ich wieder normal. Ich glaube, ich sollte noch ein bisschen auf jeden Fall warten. Okay, das sind jetzt anscheinend nur noch 3 C1 Verletzungen. C3 ist jetzt eine C2 geworden. Die erste ist weg, die zweite ist weg. Aber es ist schon hart. Dass es irgendwie immer noch so langsam vorangeht, obwohl wir eigentlich schon drei Verletzungen weg haben und nur noch die vierte da ist. So, aber wir können wieder ganz normal laufen. Ich möchte es jetzt auf jeden Fall noch mal wagen. Und ich hoffe, dass jetzt kein Zombie mehr drin ist. Och Mann, oh, ernsthaft? Nee, das ist doch zum Kotzen, echt. Also das finde ich gerade echt unter aller Sau. Ich habe jetzt gerade versucht. Ja, das ist echt. Schon wieder eine blutende C3. Ja, super. Kann jetzt echt nur noch hoffen hier. Scheiß, ernsthaft. Ich werde die Jacke zerlegen. Alles andere. Wird jetzt ziemlich blöd. So, wir gehen dann jetzt auf jeden Fall erstmal in die Hocke. Verbinden jetzt nochmal die C3. Kriegen wir wenigstens verbunden, das ist schön. 3, 6, 7 Verbände. Läuft.
Dann dürfte mir jetzt auch nicht mehr so schnell warm werden. Das war aber jetzt auch wieder ein Mist, ne, wenn ich ehrlich bin. Ja, toll, jetzt kriege ich ja noch nicht mal. Super. Habe ich gar nicht dran gedacht. Den lassen wir jetzt mal hier, das schmeißen wir dahin. Warte mal, Stoffwechsel. Ich könnte vielleicht mal zweimal trinken. Könnte ich da runterschmeißen? Das könnte ich mal in die Hände nehmen. Das dahin, das dahin. Ja, wenn ich die jetzt wegschmeiße, na, kriege ich gleich eine Waffe. Weiß es genau, so wie immer. Ganz ernsthaft, ich lasse die jetzt hier, weil Airdrops habe ich hier auch keine. Ja, das ist. Wo ist jetzt die blöde Waffe? Ach, die liegt doch da. Sehr schön. Entlade das Ding jetzt mal. Ich glaube, die ist tot. Ich hoffe, die war die letzte. Also sonst habe ich nämlich echt gleich ein Problem. Die Drecksau mich schon wieder erwischt. Was haben wir denn jetzt? Ja, Gott sei Dank nur eine C1-Verletzung. Ist echt ein Scheiß, ernsthaft. So wie es aussieht, war hier auch schon jemand drin.
So, und am besten sollten wir jetzt von keinem Zombie mehr getroffen werden. Habe ich die denn angeblich hier durchsucht? Das war ich eben dem ersten und wollte in den zweiten? Und ich habe jetzt auf jeden Fall wieder drei Infektionen. Wo ich vielleicht gleich auf jeden Fall nochmal darauf achten sollte, dass wir die vielleicht vorher ein wenig beseitigen. Vielleicht gleich noch mal ein leckeres Antibiotika oder so. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall mal einen Moment hier warten. Okay, die drei Dinger sind weg mit dem Antibiotika jetzt wieder. Auf jeden Fall sollten wir jetzt warten, bis wir wieder über 50% kommen. Also Gesundheit. Das ist hier gerade so ein, ja, bestes Beispiel, wie man es eigentlich nicht machen soll, würde ich jetzt mal behaupten. Deshalb nehmt euch kein Beispiel dran, überlebt besser. Problem ist halt einfach, also was ich gerade so ein bisschen hier sehe,
Wenn du keine vernünftigen Waffen hast, hast du schon die Arschkarte. Also die Schrotze bringt nicht wirklich viel. Am besten eine Schnellfeuerwaffe oder sowas. Würde dem Ganzen wahrscheinlich was besser tun. Kältegefühl, ja, ist logisch, ich habe keine Jacke mehr an. Lauf jetzt auch irgendwie rum wie, ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen, wie so ein Clown, so total bunt. Ich würde jetzt auch gerne ein bisschen warten, bis zumindest die C1 noch verheilt ist irgendwie, weil wir brauchen definitiv, würde ich jetzt mal sagen, mehr wie 60%. Aber wenn ich jetzt die Tür aufmache und da sollte wirklich noch ein Zombie stehen und wir weglaufen, sind wir definitiv tot. Viel wirklich nochmal zum Zerschneiden hätten wir nicht. Höchstens vielleicht Hose oder so oder keine Ahnung was. Oder Fetzen der Zombies. Volle Blase. Ja, der macht mir jetzt gerade Spaß hier. Harndrang. Du glaubst doch jetzt nicht tatsächlich wirklich, dass ich jetzt anfange, hier wegzulaufen oder zu pinkeln, damit die ganzen Zombies mich wieder hören, oder? Nicht dein Ernst, mein Freund. Also eigentlich wollte ich gerade sagen, habe ich eigentlich den Verdacht gehabt, dass die C1 schneller verheilt? Aber gerade anscheinend nicht wirklich der Fall, weil die Erholungsphase der C2 ist schneller wie die Stabilisierung der C1. Okay, was vielleicht damit zu tun hat, dass vielleicht diese C1 die Verletzung ist, die wir nicht behandelt haben, weil wir keine Verbände und so mehr hatten. Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, wäre hier oben zu dem Ding zu laufen oder wir gehen einfach hinten komplett raus und Richtung dem Ding da. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar erstmal am klügsten. Erstmal hier vielleicht so ein Gebäude für Anfänger safen, dann die Stadt hier looten mit dem, was wir schon haben. Und dann begeben wir uns vielleicht in den nächsten 3 Folgen bis hier hoch. Möchte jetzt auf jeden Fall mal gucken. Ja, das hier war der Hangar, den ich looten wollte. Ja. Wie gesagt, wollte, nicht tue. Oh wow. Ne, den auch nicht. Lass mal sein. Ich hau lieber ab hier. Definitiv in meiner Ausrüstung. So viele Zombies. Obwohl ich sehe gerade, die City da drüben oder das Dörfchen ist gar nicht so weit weg. Lass mal jetzt hier raus und stellen wir uns mal an einen Baum. Und ich denke, wir werden dann doch erstmal in das Dörfchen da gehen. In der Hoffnung, da wenigstens mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Hose zu finden oder so. Nicht unbedingt auf die Schrotze pullern, könnte verrosten. So, die mal wieder, nein, nicht reparieren, in die Hände nehmen. Und dann geht es erstmal weiter langsam. So. Achtung, in der Zone ist die Kiste. Findet den Loot. Gut machen. Schaut doch bitte bei uns vorbei. Discord, bla.
einen geschundenen Kadaver mal hier irgendwo in Sicherheit bringen vielleicht. Auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier vielleicht irgendwo. Ich weiß noch nicht. Ah, jetzt zumindest mal wieder eine Jacke und eine Hose finden, eine vernünftige. Ja, gerade irgendwie beides nicht. Der beides leider den als Verband geendet. So wie es aber aussieht, war hier auch schon jemand looten. Ist doch kacke, echt. So, auf jeden Fall packen wir das mal ein für die nächste C3-Verletzung oder so. Aber es kann es ja im Prinzip auch nicht sein, dass du nirgendwo mehr hin kannst, weil überall schon alles gelootet ist. Das ist ja das. Boah. Leute, 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 das wird ja echt heavy hier. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, super geile Hose. Leggings wollte ich immer mal tragen. Das ist aber auch, glaube ich, das Einzige, was die an Hosen liegen lassen. Ja, und eine Fliegermütze. Schuhe, Mütze und so ein Zeug bleibt hier, okay. Wenn ich ganz ehrlich bin, vermute ich mal, dass hier nirgendwo mehr was an Loot ist. Ja, ein bisschen Kohle. Den Lumpen kann ich liegen lassen, weil den kann ich gerade nicht wirklich gebrauchen. Weil irgendwie nichts an Loot da ist. Ja, ich habe schon gesehen, da liegt ein Zombie. Aber ich könnte mir mal wieder eine Unterhose und Socken anziehen. Das könnten wir machen. So, und den haben wir erlegt. Sehr schön. Ja, ich hätte natürlich jetzt wieder einen Lumpen. Könnten wir auch noch einen BH anziehen oder so. Vielleicht kann man den dann auch zerlegen als Lumpen für Verbände. Was, Mann, ein Mist hier. Ja, wir hätten hier zumindest mal wieder einen Baumwoll-Kapuzenpulli. Mein Gott. So schwer ist das doch gar nicht. Leider kein Fahrzeug. Also anscheinend gibt es hier alles Mögliche an Fahrzeugen, nur keine Autos, wenn ich das richtig verstanden habe. Schnauze. Mann.
Also ich möchte jetzt nicht sagen, wie die da sitzt, ne? Aber nein, ich lasse es. Könnt euch wahrscheinlich euren Teil schon denken, was ich meine, aber ich sag da jetzt nichts zu. Nein, nein. Ich bin ganz lieb und brav und überhaupt. So. Haben wir jetzt noch zwei Häuser, dann haben wir das Örtchen hier auch durch. Wir hätten hier ein paar Bikerstiefel. Nicht wirklich so meins. Also ich meine, ich habe Wanderschuhe, da brauche ich keine Bikerstiefel. Aber schade, hier ist leider nichts drin sonst. Suchen wir nochmal das Gebäude hier. Da hätten wir ein Handy. Ja, und sonst anscheinend gar nichts. Schade. Okay, aber ich sehe gerade auch, durch meine Fast-Tode ist die Zeit schon wieder um. Sorry, dass wir heute mehr mit Verbinden und ja, alle möglichen Fast-Sterben beschäftigt waren und leider nicht so viel gelootet haben und gemacht haben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, wisst ihr ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Dann werdet ihr benachrichtigt, wann die nächsten Folgen kommen. Und ja, ich hoffe, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Und sagt bis dahin erstmal ciao, bis zum nächsten Mal, der Falli.